Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Concept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedl. Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Dienstagsausgabe von Tag Aktuell. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir verlieren keine Zeit und schauen gleich auf unseren Überblick. Greisstraße in Lauenhain feierlich eröffnet. Erster Zwickauer Triathlon fand großen Zuspruch und Wagner und Schumann meet Jazz. Außerdem verlosen wir heute Karten für das Peter-Maffay-Konzert in dieser Woche in Zwickau. Sie sollten auf jeden Fall dranbleiben. Die im September 2012 begonnenen umfangreichen Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung der Parkanlage Rosenwiese fanden kürzlich ihren Abschluss. Gestern Vormittag wurde das Parkareal offiziell zur Nutzung freigegeben. Den Schwerpunkt der Neugestaltung bildeten die Wegführungen und Gehölzflächen. Ziel war es, den Stadtpark in seiner ursprünglichen Gestaltung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiederherzustellen. Im Krimmetschauer Ortsteil Lauenhain wurde gestern die Ortsdurchfahrt für den Verkehr wieder freigegeben. Die Kreisstraße wurde seit März 2012 grundhaft ausgebaut. Nun ist die Zeit der Umleitungen endlich vorüber und nicht nur die Anwohner sind froh darüber. Erst als die Straße wegen der Bauarbeiten gesperrt war, haben viele gemerkt, wie wichtig doch diese Verbindung ist. Die Umleitungsstrecke war wesentlich länger. Ja, das war ja früher insgesamt schon eine Kreisstraße. Auf der gesamten Länge hat Lauenhain mit der B93 verbunden und verbindet gleichzeitig aber auch alte B93 mit Denkritz. Sie haben es ja vorhin auch gehört, von Neukirchen aus komme ich ganz schnell aus dem Ort Neukirchen, Denkritz, Lauterbach raus zur alten B93, bin dann schnell an der Autobahn und natürlich auch von Lauenhain aus kann ich hier hinten rausfahren, bin schnell in Zwickau oder in Mosel. Doch irgendwann waren die Bauarbeiten unvermeidlich. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, lag die Verantwortung beim Landkreis. Naja, die Straße ist 66 gebaut, hat also eigentlich ihre Nutzungszeit schon herum. Aber da ist sie nicht ganz alleine mit solchen Straßen. Und hier war es einfach so, dass mit der Stadt Krimmetschau gemeinsam das gesamte Netz mal aufgenommen werden musste. Und bei den eigentlich Ansätzen für eine Reparatur dieser Straße sich herausgestellt hat, dass unten drunter Wismutschotter liegt. Das ist nicht ganz selten für unsere Region. Und das ist auch kein Grund, sofort eine Straße neu zu bauen. Hier in der Ortslage ließ es sich allerdings nicht anders machen. Da war eine Reparatur nicht möglich. Da half dann nur diese bei uns 653 Meter Kreisstraße komplett neu zu bauen. Die Kosten dafür lagen bei rund 1 Million Euro. Die Investition wurde zu 75% vom Freistaat gefördert. An den Arbeiten beteiligt war aber auch die Stadt Krimmetschau. Sie war für den Bau der Fußwege und der Straßenbeleuchtung verantwortlich. Während der Arbeiten hatten die Verantwortlichen mit einem unerwarteten Zwischenfall zu kämpfen. Kabeldiebe hatten die schon verlegten Leitungen gestohlen. Das hat Verzögerung mit sich gebracht und auch wieder einen ganz schönen Schaden eigentlich verursacht, weil wir teilweise die Kabel legen mussten bzw. auch ganze Kabelstränge austauschen mussten. Doch nun kann die Straße endlich wieder befahren werden. Landrat Christoph Scheurer und Krimmetschaus Oberbürgermeister Holm Günther haben das Teilstück nach dem feierlichen Durchschneiden des Bandes mit Traktoren befahren. Und danach hatten auch schon die ersten Autofahrer entdeckt, dass die Kreisstraße nun wieder frei ist. Zwei absolute Ausnahmekünstler kommen in der letzten Juniwoche auf den Platz der Völkerfreundschaft. Peter Maffay macht mit seiner Extra-Open-Air-Tour am Donnerstag den Anfang und hat zudem als Vorband Laith Aldean nach Zwickau eingeladen. Am Freitag wird David Garrett mit Band und Orchester seine Crossover-Tour Music auf der Bühne performen. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 20 Uhr. Besucher können die Parkflächen an der Stadthalle Zwickau, den Parkplatz, den Verwalt des
Verwaltungszentrums und den Parkplatz der Arbeitsagentur kostenlos nutzen. Karten, die gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und für das Peter-Maffay-Konzert haben wir jetzt eine ganz besondere Überraschung für Sie, denn wir verlosen jetzt Freikarten. Was müssen Sie dafür tun? Sie rufen uns am besten an unter der bekannten Nummer 0375 28 99 100. Ich wiederhole 0375 28 99 100. Und ab 20 Uhr ist dort unser Anrufbeantworter geschaltet und Sie sollten Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Im Rahmen der Aktivitäten rund um die Eröffnung der neuen Glückaufschwimmhalle fand am vergangenen Sonntag der erste Zwickauer Triathlon statt. Die Teilnehmer mussten ihre Fähigkeiten bei 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometern Radfahren und 2,5 Kilometern Laufen unter Beweis stellen. Angetreten waren am Sonntag zum sogenannten Volkstriathlon Dreierstaffeln, aber auch Einzelstarter. Vertreten waren zum Beispiel neben einer Mannschaft der Wasserwerke die Sparkasse Zwickau und auch die Zwickauer Energieversorgung. Geschäftsführer Volker Schneider war begeistert von der Idee, dass Zwickau nun auch einen eigenen Triathlon hat. Ja, also erst muss ich sagen, es ist eine ganz tolle Atmosphäre hier, auch gestern schon zur Eröffnung. Das zeigt, dass das Bad sicherlich sehr gut angenommen wird von den Leuten. Es ist einfach ein tolles Bad und dieser Triathlon, den könnte man öfters machen. Also es ist ja auch so, dass Gruppen starten können, man braucht ja nicht unbedingt Einzel zu starten. Ist ja so als Jedermanns Triathlon gedacht. Ich denke, es wird Spaß machen. Würden Sie auch favorisieren, dass es den zweiten Triathlon gibt und als Unternehmen ZDV das auch wieder unterstützt? Ja klar, wenn es sowas weiter gibt, werden wir das unterstützen. Ich denke, es ist immer schön, wenn die Stadt was Neues macht. Und das ist, denke ich, ein guter Anlass, das auch in Zukunft weiterzumachen. Während eines Wechsels vom Schwimmen zum Radfahren nutzten wir die Gelegenheit, um von einem Fachmann zu erfahren, welche Kriterien es bei diesem Triathlon zu erfüllen gab. Ja, heute erstmals hier ein Triathlon, wie Sie schon sagen. In Zwickau, der Triathlon, wie Sie schon sagen. Wir haben begonnen mit 400 Meter Schwimmen, dann 10 Kilometer Rad und dann im Anschluss 2,5 Kilometer entlang des Mulderadwegs noch einmal laufen. Es ist ja so, dass es heute zwei Varianten gab. Es gab die Einzelstarter und es gab die Staffeln. Wie hat man das so alles organisieren können? Ja, das ist richtig. Also organisatorisch ist es schon ein erheblicher Aufwand, das zu trennen. Aber wir haben uns dann entschlossen, die Staffeln auf einer separaten Bahn schwimmen zu lassen und auch die Wechselzonen dann einzurichten, wo dann die Transponder übergeben werden können. Wie sehen Sie das? Wird es einen zweiten Triathlon geben? Der Zuspruch war ja heute sehr groß und würden Sie sich darüber freuen? Ich hoffe doch sehr, dass sich hier ein zweiter Triathlon organisieren lässt und dass wir hier Fuß fassen können und im Anschluss im nächsten Jahr vielleicht einen weiteren Triathlon nachsetzen können. Das ist ein sehr schönes Ambiente. Die Halle bietet sich sehr schön an. Die 59 Meter sind ideal dafür und auch die vollgesperrte Radstrecke. Ich denke, wir werden viel positive Feedbacks von unseren Startern kriegen. Und auch die Laufstrecke entlang des Mulderadweges ist ganz herrlich. Und es war beachtlich, was die Organisatoren da auf die Beine gestellt hatten. Nach dem Absolvieren der Schwimmdisziplin in zwei Wellen ging es auf dem Rad auf den vollgesperrten 10 Kilometer langen Rundkurs. Wieder an der Schwimmhalle angekommen, bildeten 2,5 Kilometer Laufen, überwiegend am Mulderadweg, den Abschluss. Gemogelt werden konnte übrigens nicht, denn mittels einer professionellen Transponderzeitmessung wurden von jedem Starter die genauen Zeiten genommen. Nachgefragt bei Teilnehmern gab es allseits eine positive Resonanz auf die Veranstaltung. Also eine ganz tolle Erfindung dieser Triathlon hier in Zwickau, weil es der erste ist zur Eröffnung dieses Bades. Es gibt ja in der Region diesen Koberbach-Triathlon und schön, dass die Stadt Zwickau das mittlerweile auch hat. Und was sagst du zu dieser Schwimmhalle, die jetzt hier entstanden ist? Eine super Sache, weil es ja voll gefehlt hat, so eine große Wettkampfhalle zu haben. Nachdem dann auch der letzte Starter im Ziel angekommen war, ging es an die Auswertung. Bemerkt sei noch, dass jeder Starter eine Finish-Medaille und ein Überraschungspräsent erhalten hat. Und nach einer halben Stunde nach dem Aushang der Ergebnisse, in der jeder Teilnehmer die Möglichkeit hatte, Einspruch gegen das Ergebnis einzulegen, standen die Sieger fest. Bei den Männern siegte Kai Schönbeck mit einer Gesamtzeit von 31 Minuten 27. Platz 2 belegte Franz Hofmann, gefolgt von Sepp Herold auf Platz 3. Bei den Frauen hieß die Siegerin Caroline Pohle, die die Distanz in 37 Minuten 55 zurücklegte. Und bei der Staffel holten sich die Sportskanonen Zwickau mit Frank Martin, Marco Schneider und René Langer den Sieg. Und wir wollten vom Sieger wissen, wie er den ersten Zwickauer Triathlon fand. Also das Format finde ich sehr gut.
gefällt mir sehr gut, das Kurze. Und eigentlich für die für der Zwickau, denke ich mir, ist es auch ein gutes Format. Und hier gibt es, sag ich mal, relativ wenig Wettkämpfe. Ich komme aus dem Vogtland. Dort haben wir schon relativ viele Wettkämpfe. Und hier, finde ich, fehlt das halt ein bisschen in Zwickau. Ja. Wenn es jetzt praktisch nächstes Jahr diesen Wettkampf wiedergeben würde, wären Sie wieder dabei? Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Weil, sag mal, ich bin auch ein Lebensmittel verbunden hier mit Zwickau. Ich bin eigentlich Zwickauer, habe auch bei Stadtverwaltung gelernt, auch im Bäderbetriebe. Ich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe und arbeite im Stadtbad Plauen. Und eigentlich waren wir so die Vorreiter für das Bad. Und wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, ist das hier für mich ein Pflichttermin. Ja, und dann bin ich halt hier gestartet und wollte eigentlich natürlich auch von vornherein schon gewinnen. Ne? Und das haben Sie ja, und dazu dürfen wir ganz herzlich gratulieren und dann nächstes Jahr bestimmt wieder. Ja, ich komme nächstes Jahr, denke ich, wenn es wieder stattfinden sollte, bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Wenn das passen sollte und ich auch gesund bleibe, ist immer eine große Sache, werde ich schon wieder mit dabei sein. Und damit erübrigt sich wohl die Frage, ob es einen zweiten Triathlon in Zwickau geben wird. Ein großer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die Organisatoren und vielen Freiwilligen, die dieses Sportwochenende rund um die neue Glückaufschwimmhalle so toll organisiert haben. Am Samstag feiert das Hermann-Gocht-Haus unter dem Motto „Einander verstehen“ das runde Jubiläum von 100 Jahren. Das Wohnhaus für gehörlose und mehrfach behinderte und taubblinde Menschen ist eines von wenigen in Deutschland. Zeitzeugen, Freunde und Partner des Hauses werden an diesem historischen Tag zu Gast sein. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst. Die Predigt hält Josephine Hoffmann. Besonderes Highlight ist der Blick aus 50 Metern Höhe aus der Gondel eines großen Autokrans. Und ab 16 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm, gestaltet von gehörlosen Künstlern. Werbung. Superstar David Gerrit kommt am 28. Juni nach Zwickau. Lassen Sie sich verzaubern von seiner neuen Crossover-Show Music mit Interpretationen von Beethoven bis Michael Jackson. David Gerrit live und Open Air auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Jahre Löwe. Feiern Sie mit, jetzt mit 90 Monaten Garantie auf ausgewählte Modelle. Bei Martin und Schwedler in der Hauptstraße 98 in Steinpleis. Jetzt Karten sichern für das Konzert mit David Gerrit am 28. Juni. Seien Sie dabei, wenn der Open-Air-Himmel voller Geigen hängt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kultur-z.de. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
damit Sie sicher unterwegs sind. Mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Seit Montagnachmittag ermittelt die Polizei gegen einen 34-jährigen Verkehrsraudi. Der Mann aus Zwickau setzte sich ohne Fahrerlaubnis in den schwarzen VW Polo einer Bekannten und drehte auf der Angerstraße mit quietschenden Reifen seine Runden. Dadurch mussten mehrere Passanten zur Seite springen. Danach raste er über eine Grünfläche, fuhr an der Ampel bei Rot und streifte am Nordplatz zwei geparkte Fahrzeuge. Hier stieg der Mann aus und lief schwankend weg. Anwohner sahen den Flüchtigen kurze Zeit später mit einem Fahrrad auf der Leipziger Straße in Richtung Zentrum fahren. Er hinterließ einen Schaden von 7.000 Euro. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mit einer Bierflasche hat am Montagabend ein Unbekannter auf der Pölbitzer Straße ein geparktes Auto beworfen. Das Behältnis zerschellte auf der Frontscheibe. Dabei entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Bei ihren Ermittlungen hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Am Montagabend hat ein LKW auf der B93 in Richtung Altenburg eine Bremsscheibe verloren. Zwei nachfolgende PKW, ein Chrysler und ein VW Passat, fuhren über das etwa 30 cm große Bauteil und wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Vom LKW und dessen Fahrer fehlt indes jede Spur. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Bahnwärter Sandomir steht an der Bahnschranke, wartet auf Spaziergänger und erfindet allerlei Wörter. Mit einem Zug, von dem Sandomir dachte, er bliebe beim Näherkommen klein, kommt ein Haus vorbei. Es ist auf der Flucht, weil die Leute, die in ihm wohnten, Spitzbuben sind. Später fragen diese Hausierer den Bahnwärter Sandomir nach dem Haus. Dieses Live-Hörspiel mit dem Trio Nordheim, Ernst und Kaufmann ist am Donnerstag ab 20 Uhr im alten Gasometer zu sehen und natürlich auch zu hören. Das diesjährige Schumannfest ist am Sonntag zu Ende gegangen. Den Abschluss bildete die Veranstaltung Wagner und Schumann Meet Jazz. Dabei wurden musikalische Ideen der beiden sächsischen Komponisten aufgegriffen und mit Mitteln des modernen Jazz reflektiert. Wagner und Schumann, das war das große Thema des Schumannfestes in diesem Jahr. Mit dem Konzert am Sonntag fand die Veranstaltungsreihe einen würdigen Abschluss. Zu Gast war das Lora Kostina Trio aus Leipzig. Wagner meets Jazz hat die Formation schon im Repertoire gehabt. Schumann kam eigens für Zwickau hinzu. Das ist richtig. Also als wir darauf angesprochen wurden, dass wir zu den Schumann-Festtagen dieses Abschlusskonzert geben würden, dann haben wir uns überlegt, dass es doch sehr schön wäre, dass wir eine Brücke ziehen würden zwischen eben Schumann und Wagner. Also in unserem Programm gibt es ja auch schon Brücke zwischen Wagner und modernen Jazz. In dem Falle meine eigene Komposition werden Sie auch hören. Und dann haben wir speziell für das Haus und für dieses Konzert jetzt eine Komposition geschrieben, also beziehungsweise ein Thema vom Schumann bearbeitet. Das heißt Karneval und das werden wir auch vortragen. Das wird auch eine Premiere. Einzelne Stücke großer Komponisten der klassischen Musik mit Jazz neu zu interpretieren, ist sicher nicht ungewöhnlich. Aber darauf gleich ein komplettes Bühnenprogramm zu machen, das ist selten. Aber die Pianistin Lora Kostina hatte gute Gründe, diesen Schritt zu wagen. Erstens habe ich ihn sehr geliebt und dazu muss ich sagen, ich komme ursprünglich aus St. Petersburg, aus Russland und bei uns wurde Wagner leider sehr, sehr wenig damals gespielt. Also Sie wissen ja, Petersburg ist ja eigentlich eine der
großen Mecken der Musik, aber Wagnersche Opern waren immer ein bisschen abseits und das fand ich immer sehr schade. Und ich habe mich aber mit der Musik schon in Petersburg beschäftigt. Ich habe da klassisches Klavier studiert ursprünglich und habe das sehr geliebt und wollte eben unbedingt die Aufführungen erleben. In Deutschland bekam ich natürlich dann die Möglichkeit, weil in Leipzig, wo ich jetzt wohne, Geburtsstadt Wagners, also wird natürlich Wagnersche Musik sehr, sehr viel aufgeführt, beispielsweise und auch in anderen Häusern. Und dann war es 2009 ein sehr glücklicher Zufall, dass ich das quasi als Auftragswerk bekommen habe, die Aufgabe, das Programm zu schreiben. Das war der Auftragswerk von dem Wagner-Denkmalverein. Und dieses Programm wurde nun um Interpretationen der Musik Robert Schumanns erweitert. Die Reaktionen, die Laura Kostina auf ihre Darbietungen bekommt, gibt ihrem beschrittenen musikalischen Weg recht. Also ich bin immer sehr positiv überrascht. Wir spielen auch, also das ist wirklich ein genreübergreifendes Programm, was wir sowohl für Jazzpublikum als auch für klassisches Publikum spielen. Und ich mache die Erfahrung immer wieder, dass die Leute, die jetzt nicht unbedingt in ihrer Freizeit sehr viel Jazz hören, finden das Programm sehr schön und durch das Programm auch teilweise zum Jazz kommen. Das freut mich natürlich sehr. Neben der Bandleaderin Laura Kostina haben natürlich auch Bassist Franz Schwarznau und Schlagzeuger Per Winker ihr Bestes gegeben. Denn der Auftritt im Robert-Schumann-Haus wurde als Live-Konzert aufgezeichnet. Ein Termin für die Veröffentlichung steht allerdings noch nicht fest. Werbung. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen hier, liebe Kolleginnen der FDP und der CDU/CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann, für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann. Für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Sabine Zimmermann. Weil es sozialer geht. Am Samstag und Sonntag fanden in Zwickau die Qualifikationen für die Landesjugendsportspiele am 6. und 7. Juli in Dresden statt. Nachdem am Samstag Elias als einziger Vertreter die Fahne des JSV 61 hochhielt und sich souverän qualifizierte, war am Sonntag fast die gesamte U14 am Start und konnte sich komplett qualifizieren. Den Judosportlern an dieser Stelle unseren herzlichen Glückwunsch. Werbung. Die ganze Welt in Ihrem Auto. Der neue Citroën C4 Picasso Techno Spaß. Jetzt schon ab 19.990 Euro. Citroën Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Musik.
12. Saxoniade, internationales Festival für Jugendblasorchester in Hohenstein-Ernsthal vom 4. bis 7. Juli. Am Freitagabend heißt es im Schützenhaus und am Samstagabend im Hot-Sportzentrum Musik und Show nonstop. Eingeladen sind Sie auch zu den Wertungsspielen der einzelnen Orchester, die um 10 Uhr im Schützenhaus beginnen. Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstag um 17 Uhr die Musikschau der Nationen auf dem Sportplatz des Hot-Sportzentrums. Am Sonntag um 11 Uhr findet im Schützenhaus Hohenstein-Ernsthal das Preisträgerkonzert statt. Mehr Informationen zur 12. Saxoniade gibt es unter www.saxoniade.de. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume. Wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Durch den Mittwoch geht es mit vielen Wolken und einigen Regenschauern. Mit Sonnenschein wird es morgen nichts. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. Und die Aussichten? Am Donnerstag lässt der Regen nach, aber es bleibt weiterhin bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Das war sie, unsere Dienstagsausgabe von Tag Aktuell. Morgen um 19 Uhr sind wir wieder ganz pünktlich für Sie da. Übrigens außerhalb unserer Tag Aktuell Sendezeiten können Sie uns natürlich auch im Internet sehen, wenn Sie wollen. Zu jeder Zeit. Das ist eben das Schöne am Fernsehen on Demand sozusagen. Außerdem sind wir natürlich auf Facebook für Sie präsent. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort mal besuchen. Ich sage ciao und tschüss. Bis morgen, 19 Uhr. Action, Spiel, Spaß und Natur pur erwartet die Besucher im Sonnenlandpark Lichtenau. Auf einer Fläche von 26 Hektar hält der Park zahlreiche Attraktionen bereit. Mit der Parkbahn Anton gelangt man bequem durch die gesamte Anlage. Das 30 Meter hohe Riesenrad auf dem höchsten Punkt des Sonnenlandparks bietet Ihnen eine tolle Aussicht ins Erzgebirge. Die Vielzahl an Kletter- und Spielgeräten geben den Kindern die Möglichkeit, sich auszutoben und dabei selbst aktiv zu werden. Und auch in diesem Jahr gibt es im Sonnenlandpark wieder Neues zu entdecken. Also ganz neu im Außengelände ist unser Rothirschgehege. Wir haben Rothirsche, unter anderem den Rothirsch Heinrich mit seinen Mädels, die da im Wald auf Besuch erwarten. Die gibt es erst seit diesem Jahr. Und das zweite ganz neue ist unsere Insula, die Indoor-Spiel- und Spaßhalle, die direkt im Eingangsbereich wartet. Und das ist halt nicht nur was für schlechtes Wetter, sondern auch an sehr heißen Sommertagen kann man da natürlich reingehen und sich mal kurz im Schatten von der Sonne erholen. Besonders beliebt bei den Kids ist nach wie vor der Wellenflieger. Das turbulente Kettenkarussell macht einfach Spaß, denn nichts ist schöner als Fliegen. Auch der Nautic-Jet ist immer wieder ein spritziges Erlebnis. Genauso wie eine Floßfahrt über den See oder die Abfahrt auf der Wasserrutsche. Doch nicht nur für die Kleinen ist der Sonnenlandpark einen Ausflug wert. Genau, also wir haben ja Grillstellen im Park und das sind jetzt insgesamt 20 Stück mittlerweile. Das heißt, man kann da an dem Grill, der vorhanden ist und Sitzmöglichkeiten, die überdacht sind, einfach sein selbst mitgebrachtes Grillen. Das machen Familien super gern. Geöffnet hat das Freizeitparadies täglich von 10 bis 18 Uhr und in den Sommerferien bis 19.30 Uhr. Hier scheint jeden Tag die Sonne. Sonnenlandpark Lichtenau, direkt an der A4, Abfahrt Chemnitz Ost.
Television Zwickau.